Was hatte ich mir denn noch aufgeschrieben? Nebenbei so rüberschielen. Es gibt eine neue Regelung auf Twitch. Ne, von der wahrscheinlich auch schon so der eine oder andere halt so was mitgekriegt hat. Und zwar geht es darum, dass es jetzt auf Twitch eine Art Kleiderordnung gibt. Ne, das soll halt bezwecken, dass ihr nicht leicht bekleidet bei einer Facecam oder sowas halt da rumsitzt. Gerade jetzt in Bezug auf die weiblichen Personen, die da halt einfach nur viel Ausschnitt zeigen, so nach dem Motto, dass sie viele Viewer kriegen. Ne, wenn dann halt das Thumbnail zu Spiel XY dann halt auf Twitch ist und halt dazu halt so kleine Facecam mit Riesenausschnitt. Das ist ja bewiesen, dass sowas halt auch schon ein Klickfinger ist. Ne? Weil halt viele dann halt so denken, boah geil, Titten. Ne? Und ich muss sagen, mich persönlich ist es halt... Nein, für mich persönlich ist es halt auch so etwas, was mich persönlich immer angekotzt hat. Gerade hier auf YouTube und auf Twitch habe ich das jetzt nicht so mitgekriegt. Aber weil ich auch nicht so viel auf Twitch herumdüse. Aber halt, ich finde das halt auch gerade auf YouTube halt wirklich als Problem. Weißt du, da nimmt halt jeder Hinz und Kunst hier einfach mal ein Thumbnail, wo halt irgendwie leicht bekleidete Frauen drauf sind. Ne? Nach Möglichkeit viel Ausschnitt und sowas. Und naja, es ist halt wirklich halt Tatsache, dass die halt dadurch viele Aufrufe bekommen und sowas. Obwohl halt die leicht bekleideten Frauen überhaupt nichts mit dem Video zu tun haben. Ne? Überhaupt und gar nicht. Aber sie werden halt dafür benutzt. Und das ist wirklich schon Missbrauch von irgendwelchen Ausnutzungsgedöns-Dingern. Finde ich. Ich weiß auch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ne? Aber ich finde, Twitch geht damit schon in die richtige Richtung, wenn es da wirklich halt so mehr oder weniger schon zum Problem wurde, dass halt die Leute selbst schon vor den Spielen sich vor der Facecam prostituieren lassen quasi, um mehr Aufrufe zu bekommen. Da frage ich mich auch schon so ein bisschen, Leute, was ist denn mit der Welt kaputt? Ne, was tut man heute inzwischen alles, um ein paar Aufrufe zu bekommen? Ne? Ich meine, bei mir wird ja auch nach wie vor immer gesagt, ja, du hast doch so viele Abonnenten, wieso hast du nicht so viele Aufrufe? Ja, weil es mir immer noch scheißegal ist, wie viele Aufrufe ich habe. Ne? Das habe ich ja schon 300.000 Mal erklärt, dass es mir wichtig ist, dass den Leuten, die es halt wirklich gucken, ihren Spaß dran haben. Ne? Und es gibt halt genug Leute, die wollen das halt einfach nicht verstehen. Weil, was ist jetzt hier? So. Unsichtbarer Block oder sowas. Da... Wollt mich alle ärgern hier. Ey, was ist denn das? Das ist die Backecke. Hier wird nicht gebacken, hier wird rumgebackt. Ne? Und, naja, mich persönlich würde es halt fast schon freuen, weißt du, wenn naja, auf YouTube kannst du nicht so eine Regelung einführen. Zwar schon halt bei Facecam und sowas, aber halt bei den Thumbnails und sowas. Da ist das halt nach wie vor, finde ich, ein extrem großes Problem, weil wirklich viele das einfach so ausnutzen, um halt ein paar Klicks zu bekommen. Wobei man ein paar Klicks immer noch nichts von hat. Wie ich finde. Ne? Natürlich geht es halt für viele halt darum, ne? Je mehr Klicks, je mehr Geld. Ja, aber nein, Leute, so funktioniert das immer noch nicht. Aber das verstehen halt Leute nicht, dass das ist nicht auf der Klickzahl wirklich drauf ankommt. Je mehr Klicks, desto mehr Geld. Klar, minimal bedingt schon, aber halt, das ist es halt einfach nicht wert. Ne? Ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, dass halt Leute, die halt diese ich nenne es jetzt mal Titten-Thumbnails benutzen, unbedingt geldgeil sind und weißt du, so wirklich so, dass was auf YouTube so total verpönt ist, ja wirklich nur auf Klickgeil und Geldgeil auf sind und sowas. Ne? Aber es kommt einem dann doch schon arg so vor. Ne? Und ich denke, auf Twitch gibt es sicherlich auch ähnliche Regelungen, das ist halt, keine Ahnung, du kannst ja auch da Werbung schalten und sowas, und je mehr halt gerade die Werbung schauen, produziert halt durch die gerade
zuschauenden Zuschauer. Doch. Ja, und dann macht es auch schon Sinn, dass halt Twitch da halt auch sagt, ja, nee, ne, zieht euch mal richtig an und sowas. Lernt mal euer Hemd zu bügeln, so nach dem Motto. Zwar nicht ganz so extrem, ne, aber es geht halt schon danach, dass ihr halt vernünftig halt vor eurer Kamera sitzt, wenn ihr schon eine Kamera habt. Und nach wie vor keine Nacktpatches benutzt bei GTA und Co. Ne? Da. Was ist das hier? Es ist noch nicht mal vorhanden, aber es ärgert mich. Naja. So ist das halt. Irgendwo hier ist ein Skelett, wahrscheinlich unter mir. Wahrscheinlich falle ich da jetzt gleich runter und denke mir so, shit. So. Hätten wir jetzt den Teil hier auch schon mal gleich weggerattert. Kann man es Wegratter nennen? Ich habe keine Ahnung. Ich nenne es jetzt so. Schlimm ist dann halt, wenn wir hier später alles wieder auslegen müssen mit vernünftigem Sand. Wir müssen hier nochmal die Schicht hier unter uns hier wegholen, um da dann überall Sand verlegen zu können. Und dann können wir mal gucken. Wohin? Weiß ich nicht. So, ich wollte jetzt genau... Hier muss auch noch alles mal so ein bisschen weg. Das wird ja jetzt später nochmal nach neu geterraformt hier. Hier. Machen wir das wie folgt. Das kommt auf jeden Fall hier weg. Ups. Teilweise buddel ich hier immer viel zu schnell, immer noch. Weil das Inventar halt. Quatsch, weil die Schaufel so schnell ist, nicht weil das Inventar so schnell ist. So, rennen wir mal schnell zurück. Irgendwo ist ein Mini-Zombie. Greift mich bestimmt gleich von hinten an oder so ein Dreck. So. Jetzt sammeln wir den ganzen Mist wieder ein. Und dann schaue ich nochmal, was habe ich denn jetzt noch für ein tolles Thema auf der Liste. Ach ja, die guten alten Amiibos. Ne? Der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern. Nintendo hat ihre Amiibos angekündigt. Die Figuren um, keine Ahnung, Charakter bei Smash Bros. Zu leveln, wozu auch immer. Einfach weil man es kann oder sowas. Was ich persönlich immer noch nicht so die beste Spielentscheidung finde. Aber nun gut. Ne? Jedenfalls sind das halt Figuren. Figuren, die du halt auf dein Gamepad halt stellst, um halt mit ihrem Chip, der integriert ist, irgendwie irgendwas im Spiel halt auszulösen. Nicht nur für Smash Bros., sondern halt später auch für andere Spiele. Und, naja, diese Figuren wurden halt angepriesen als qualitativ hochwertig und sowas. Und, naja, das Endresultat sieht jetzt nicht ganz so qualitativ hochwertig aus. Wer hätte es gedacht? Ne? Dass halt ein Prototyp wesentlich besser aussieht als das fertige Produkt, das halt in Industrie hergestellt wird und sowas. Konnte ja keiner ahnen, ne? Aber die Spielergemeinde ist natürlich empört. Empört, sage ich euch. Empört. Ne? Und daher, ich dachte mir halt so dabei, sowieso, ich brauch's nicht. Zweitens, es wird sowieso scheiße. Nicht so, wie es auf irgendwelchen Werbebildern halt angepriesen wird. Ich bitte euch, wann jemals war die Werbung schon mal wahrheitsgetreu, wenn es um sowas geht. Ja, es fängt ja schon bei den Werbungen für Kinderspielzeuge und sowas von ich weiß nicht wie viele Jahrhunderten an, ne, dass halt die Werbung das Spielzeug oder sowas immer großartiger präsentiert als das Endresultat im Endeffekt ist. Entweder halt ist es nicht so groß oder es ist nicht so angemalt und. Aber die Leute fallen da anscheinend auch heute immer noch drauf rein. Das ist faszinierend. Ja, und sind da natürlich erbost drüber und verärgert und keine Ahnung was. Aber normalerweise, wenn man halt mit normalem Menschenverstand rangeht, dann weiß man eigentlich, es wird nicht so, wie es manch anderer gedacht hat. Ne? Gut, das ist jetzt das. Jetzt könnte man hier theoretisch mit Cobblestone das hier alles so angleichen, dass man hier nur noch Sand draufsetzt. Und dann ist gut. Könnte man jetzt massiv machen. Ich mache es aber jetzt mal nicht.
mache jetzt hier auf jeden Fall so, wie es jetzt von mir noch gedacht ist. So, dass ich halt nur Sand drüber legen muss und dann hätten wir dann den neuen künstlichen Berg vorhanden. Alter, jetzt kann ich hier nicht hochspringen. Was ist hier nur los? Was ist hier los? Was geht da nicht? Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Sonst muss ich ja nochmal ein bisschen nachterraformen. So, ungefähr. Pi mal Daumen. Passt. So, das Ganze hier auf der anderen Seite auch nochmal. Zack, zack, zack. Dann zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack, zack. So, da wird jetzt gleich nochmal Sand drüber gekippt. Einfach so eine Sanddecke drauf und dann sollte es da auch schon seinen Zweck erfüllen. Also ihr merkt, ich habe so meine kleinen Vorstellungen, wie ich halt alles gerne hätte. Mehr oder weniger. Ich hoffe, das sieht halt auch im Endresultat dann halt nicht zu künstlich aus. Schauen wir mal. Da muss ich halt hier und da nochmal ein bisschen was nachbessern. So. Achso, ich habe schon wieder Hunger. Ich wundere mich gerade, warum kann ich denn nicht rennen? Ja, weil wegen Hunger und so. Gut, also ist jetzt hier vorne auf jeden Fall schon mehr oder weniger alles erledigt. Alter, diese unsichtbaren Blöcke hier nerven ja zum Glück gar nicht. Warum auch immer die jetzt hier in Massen auftauchen. Ich habe keine Ahnung. So. Alles mal hier hin. Hier müsste ich jetzt nochmal zum Koppel setzen, damit hier kein Sand verschleudert wird. Sand ist wertvoll und so. Und später wird hier keiner mehr sich daran erinnern, dass hier hinter eigentlich Koppel ist. Außer vielleicht ihr. Aber, naja. Passiert. Shit happens. So. Zack, 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 zack. So, jetzt müssen noch kleinere Veränderungen hier gemacht werden, wie zum Beispiel hier. So ein bisschen was, dass das hier halt abgeändert wird. Einfach mit Sand wieder nachgebessert wird und so. So ungefähr. Pi mal Daumen. So. Hier machen wir das einmal weg. Könnte man so machen. Hier muss sowieso dicht. Hier kommt weg. So, und dann kommen wir nämlich hier dran. Machen hier mal... Ja gut, jetzt habe ich das so gemacht. So. Pi mal Daumen. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass halt hier der Boden halt auch nochmal alles mit Sand zugemacht wird. Hier ist ein Loch. Das sollte nicht sein. Und sowieso noch so viele Löcher. Eine ganze Wüste voller Löcher. Muss so ein bisschen überlegen, ein bisschen gucken, wie mache ich das am besten und so. Na, nicht ganz. Darf halt nicht zu eckig aussehen. Und das ist für mich persönlich immer so ein bisschen schwer herzustellen. Das würde fast schon so gehen. Ja, doch. Kann man so machen. Theoretisch. Obwohl, die Ecke hier stört mich noch so ein bisschen. Ja, sollte besser sein. Hier nochmal so ein Ding hin. Ja. Jetzt ist aber die Ecke hier zu weit rausragend. Zack. Zack, zack, zack. So. Ja, doch, so sollte es sein. Wenn hier der weg ist und der auch.